Die Lösung zu dieser Formel finden wir im Farbkreis. Ich werde dir jetzt erklären, wie du eine lila Farbe richtig mischen kannst. Das Wissen, was du in der Schule gelernt hast, von wegen Blau und Rot zusammenmischen, das kannst du direkt wegschmeißen. Das Blau, was ich hier nutze, ist ein Ultramarinblau und das Rot, was ich genutzt habe, ist ein Karminrot. Ein gutes Gegenbeispiel zu haben, werde ich das zweite Tröpfchen Blau mit Magenta zusammenmischen. Dann sieht man einen ganz guten Unterschied zwischen den beiden Farben, das hier sehr viel gesättigter ist als das hier. Die Lösung zu dieser Formel finden wir im Farbkreis. Das liegt nun daran, dass das Rot sehr viel weiter vom Blau entfernt ist als das Magenta. Es geht ins Graue. Es würde sehr viel an Farbkraft verlieren.